So. Hallo Franz, hallo Holger. Schön, dass wir euch wieder hier in Schwäbisch Gmünd haben. Man sieht hier im Hintergrund Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, aber du bist von der Feuerwehr aus Ungarn. Genau. Ihr seid schon lange hier. Was verbindet euch? Also die Feuerwehren der zwei Gemeinden ist schon langjährig miteinander verbunden. Eine sehr tiefe und sehr langjährige Partnerschaft. Nicht einfach nur Partnerschaft, sondern schon eine richtige Freundschaft verbindet uns. Und ja, ich würde sagen, die eins der stärksten Säule der Partnerschaft zwischen den zwei Gemeinden gibt die Feuerwehr eigentlich. Also wir sind nicht nur bei städtischen Veranstaltungen, sondern wir halten auch Privatkontakte oft miteinander und laden uns auch gegenseitig privat auch öfters ein. Das ist sehr schön, weil es ist ja eine Städtepartnerschaft ist ja nicht nur was Offizielles. Genau. Es soll ja vor allem die Menschen zusammenbringen. Genau, und eine Partnerschaft funktioniert nach meiner Meinung am besten, wenn es natürlich von oben muss es auch kommen und gewollt sein, aber am besten und tiefsten funktioniert es, wenn es von unten, von den Bürgern kommt und von den Vereinen, die das Ganze kommt und dadurch wirklich eine Partnerschaft sehr tiefgründig und auch langlebig sein kann. Stichwort langlebig oder viele Jahre. Ihr hattet ja mal einen Chef, der hat mir heute gesagt, er sei schon 80 Mal in Säckisch Werra gewesen. Holger, wie oft warst du jetzt schon in Säckisch Werra und wann erreichst du die 80 Mal? Das dauert noch ein bisschen. Das dauert tatsächlich noch ein bisschen, weil auf 80 Mal zu kommen, da bedarf es viele, viele Jahre. Also wenn ich es jetzt mal so zusammenrechne, ich war jetzt so 13 Mal unter, so insgesamt. Das erste Mal als ganz junger Feuerwehrmann mit 18 bei der Berufsfeuerwehr in Säckisch Werra war dann zum Dienst machen eine Woche. Da rücken wir dann auch mit aus. Okay, ja. Richtig. Ja. Ja, das war damals wirklich so. Und wenn die Kameraden dann zu uns gekommen sind, dann sind die auch eine Woche gekommen zum Dienst machen und sind bei uns mit ausgerückt. Und da haben wir auch tolle Einsätze erlebt. Ja. Also wirklich tatsächlich so richtig auch Feuer gelöscht und Personen aus PKWs gerettet und so weiter. Okay. Ja. Es ist jetzt mittlerweile ein bisschen verändert. Das funktioniert leider von der Gesetzesseite her nicht mehr, dass man das macht. Aber man findet immer ein tolles Programm, wenn die Kameraden zu uns kommen, aber auch wenn wir nach Ungarn fahren, bereitet die Jungs immer ein super Programm für uns nach und das ist echt einfach schön. Ja. Also super Programm, Stichwort super Suppe. Wir haben hier wieder Leccio und ich hab letztes Jahr euer Leccio probiert und das war wirklich super. Und wir sind heute extra nochmal hierher gekommen, um unser Mittagessen als Leccio einzunehmen. Genau, also Leccio ist, wie schon erwähnt, eigentlich ein nationales Gericht aus Ungarn. Einfaches Essen ist eigentlich einfach zu kochen, aber trotzdem klappt es nicht immer für bei jedem. Also mir hat es geschmeckt und ich glaube, es war alles perfekt. Super, das freut uns und ja, das ist, das, würde ich sagen, wirklich eine Fahne von Ungarn, das ein bisschen ungarische Know-how nach Schwäbisch Gmünd gebracht. Sehr schön. Das ist ja auch mit dem Sinn, dass man die Kulturen austauscht. Und wir waren in Säckisch Werra jetzt einmal, es hat uns sehr gut gefallen, es wird nicht das letzte Mal sein. Hier am Stand kann man ein paar Eindrücke bekommen und also ich sehe ganz, ganz positiv und nächstes Jahr wird wieder so schönes Wetter, dass wir hier wieder Nachbarn sind. Wir sind ja vom Verein Städtepartnerschaft gleich im Nachbarzelt und dann werden wir uns wiedersehen. Wir würden uns sehr freuen, dass wir wieder Säckisch Werra präsentieren können und auch wieder ein bisschen ungarisches Essen kochen dürfen. Ja, okay, danke schön. Also, bye bye. Oder wie sagt man auf Ungarisch?